Und jetzt geht's ab ins Büro. Letztes Jahr habe ich mein Abitur gemacht und dann war ich mir unsicher, ob ich studieren soll oder nicht. Und dann dachte ich mir, bevor ich einen Studiengang anfange, der mir am Ende doch nicht liegt und ich ihn abbrechen muss, suche ich mir etwas anderes. Und ich bin durch Zufall im Internet auf das freiwillige ökologische Jahr gestoßen und habe auf einer Liste diese Einsatzstelle hier gefunden und habe einfach mal angerufen und bin zum Vorstellungsgespräch gekommen. Die Naturfreunde gibt es seit 1895. Damals kamen die Menschen aus der Arbeiterbewegung und wollten die Natur wiederentdecken. Seit 1926 gibt es eine eigene Jugendorganisation, die Naturfreunde-Jugend. Während der NS-Zeit und der DDR-Zeit waren beide verboten. Naturfreunde haben sich zum Ziel gesetzt, naturfreundlich unterwegs zu sein, aktiv die Natur wieder zu entdecken, solidarischen Umgang mit anderen Menschen zu pflegen, Gesellschaft positiv zu verändern, international sich zu vernetzen und tolerant zu sein und gegen Rassismus zu kämpfen. Unter der Woche erledige ich relativ normale Büroarbeit, zum Beispiel ans Telefon gehen oder zum Briefkasten laufen und schauen, ob Post gekommen ist. Auch ganz wichtig ist es, unsere Facebook-Seite und unsere Webseite mit aktuellen Beiträgen zu füttern. Neben der Büroarbeit gibt es bei uns zum Beispiel den Umweltdetektiv. Dabei treffen sich Kinder jeden Monat bei uns, um zu experimentieren und zu basteln. Wir gehen auch in Kindergärten und Schulen, um Experimente bei Projekttagen durchzuführen. Das Beste an meiner Einsatzstelle ist es, dass ich total kreativ sein kann. Ich durfte zum Beispiel den Flyer für den Landesverband neu gestalten oder mit Hilfe der Bundesgeschäftsstelle meinen eigenen Natura-Aktionstrail im Dresdner Heller anlegen. Kreativ sein ist für mich halt total wichtig und die Einsatzstelle der Naturfreunde-Jugend Sachsen war deswegen einfach optimal für mich und ich konnte mich super austoben. Ebenfalls großen Spaß macht es mir als Betreuer im Ferienlager mitzufahren oder an Konferenzen der Naturfreunde teilzunehmen.